Ich habe 1989 mein erstes Interview geführt. Das war ein sehr erfreuliches Erlebnis in London mit Nene Cherry. An die denke ich gerne, die hat gerade eine neue Platte. Ich werde immer mal wieder gebeten und gefragt, ein bisschen was zu Interviews zu sagen. Mein Problem ist, ich kann ja nur meine Interviews, diese vielen Fragen, jetzt sind es 99, und ich kann so schlecht was allgemein zu Interviews sagen, weil ich die eben auch nicht so gut kann. Ich wäre ein verdammt schlechter Journalistenlehrer, deswegen bin ich auch keiner. Ich habe mal trotzdem so eine Suada, ich nenne das ein Gedicht, notiert von Dingen, die mir mal so in einem Rutsch eingefallen sind zu Interviews, die lese ich Ihnen jetzt vor. Ich finde die voll lustig. Ich fange mal an, wenn es zu lang wird, springe ich. 1000 zeitlose Thesen zur Kunst des Interviewführens. München, Februar 2014. Wie geht's? Sonst so? Wie war der Urlaub? In wen sind Sie verliebt? Muss Oppermann zurücktreten? Muss Gabriel zurücktreten? Von wann bis wann hat Seneca der Jüngere nochmal gelebt? Kann man ihnen was Gutes tun? Die gesellschaftspolitische Frage des Tages muss lauten, was ist der Vollbart noch wert, wenn Kai Diekmann von der Bild-Zeitung einen Vollbart trägt? Wer Fragen stellt, nervt brutal. Wer Fragen stellt, muss die Antwort schon kennen. Wer Fragen stellt, muss the big one, die alles entscheidende Frage, im Ärmel haben. Wer glaubt, er erfährt etwas, weil er Fragen stellt, der spinnt. Humor nervt, Originalität nervt, Charme nervt, Esprit nervt, Bildung nervt, Wissen nervt, Hintergrundwissen nervt brutal, Neugier nervt brutal, gut aufgelegt sein nervt. Es gilt zu wissen, dass der Fragensteller an sich nervt. James Franco interviewt sich heutzutage auf Instagram jeden Tag selber. Madonna interviewt sich heutzutage auf Instagram jeden Tag selber. James Franco beantwortet alle Fragen. Kein Mensch hat noch eine Frage an James Franco. An Instagram kommt kein Fragensteller vorbei. Das Star-Interview an sich ist tot. Die toteste Zeitschrift ist heutzutage die, die auf Star-Interviews setzt. Das ist meine Sorte Interview. Das Fragezeichen ist ein nerviges Satzzeichen. Das ideale Gespräch ist das, das ganz ohne Fragezeichen auskommt. Fragen geht ganz grundsätzlich nicht. Jede Frage ist eine Unverschämtheit. Jede Frage ist eine Übertreibung. Jede Frage ist eine Zumutung. Jede Frage ist eine Gewalttat. Jede Frage ist natürlich Vereinfachung, jede Frage ist eine Verengung der Wahrheit, jede Frage geht, wie jede schriftliche Äußerung, auf eine Übersteigerung des Ich und Überschätzung der eigenen Möglichkeiten zurück. Jede Frage ist eine Geschmacklosigkeit. Fragen sind ein starkes Stück. Das Fragen gehört sich besonders unter Freunden überhaupt nicht. Haben Sie mal versucht, Ihrer Mutter eine Frage zu stellen? Das Ideal ist natürlich, dass man viel Zeit miteinander hat, dass das Fragen sich erübrigt und der Fragensteller auch ohne Fragen alles Nötige erfährt. 2 Tage mit Mick Jagger statt 20 Minuten, ein halbes Jahr mit Henry Kissinger, ein Sommer lang mit Prince William, ein Tag mit Bashar al-Assad. Das Ideal ist ja auch, dass die Sonne scheint. Zum praktischen Teil, zur Vorbereitung. Die Vorbereitung ist das A und O. Zur gründlichen Vorbereitung eines Interviews veranschlage ich etwa 5 Arbeitstage, 8 Stunden. Bei der Vorbereitung eines Interviews eröffne ich die Dateien Material und Fragen an. In den Tagen des Fragenaufschreibens immer ein Notizbuch bei sich tragen. Die härteste, aber eine unvermeidliche Übung ist das Studieren des sogenannten Materials, also das Lesen bereits erschienener Porträts und Interviews. Das Studium der Interviews, die die anderen geführt haben, ist auch deshalb notwendig, damit der Fragensteller die Fragen der Kollegen kennt.
Allgemeinbildung ist gut, Fachbildung ist immer schlecht, komischerweise. Fachidioten sind die dümmsten Menschen überhaupt. Der König unter den Fragestellern ist der mit der königlich breiten Allgemeinbildung. Der Fragesteller sollte die 2, 3 Menschen, mit denen er sich Tag ein, Tag aus sowieso unterhält, seinen Fragen vorlegen. Die großen Fragen sind eher nicht so gut. Die kleinen Fragen sind besser. Das gibt es ganz selten, dass auf eine ganz tolle Frage eine ganz tolle Antwort kommt. Die großen Antworten kommen auf kleine Fragen. Geht's bitte eine Nummer kleiner? Mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Eine gute Frage kommt total banal daher, ganz automatisch. Eine gute Frage ist von existenzieller Dramatik, ganz automatisch. Eine gute Frage hat einen Hintersinn, ganz automatisch. Eine gute Frage hat Tiefsinn, ganz automatisch. Eine gute Frage hat Humor, ganz automatisch. Eine gute Frage hat einen zweiten, aber keinen dritten Sinn, weil der dritte Sinn schon wieder einer zu viel wäre, ganz automatisch. Die wirklich wichtigen Fragen kann jeder Mensch beantworten, nicht nur der Filmstar, Popstar und so weiter. Mehr als 2, 3 Fragen erträgt eigentlich kein Mensch. Damit die 2, 3 wichtigsten Fragen beantwortet werden, müssen an die 90 Fragen drumherum stehen, die deutlich weniger wichtig sind. Nicht langweilen ist so ganz gut. Unangestrengtheit ist Trumpf. Mit Vorsatz brutal langweilen kann auch schon wieder gut sein. Überhaupt bewusst und vorsätzlich gemachte Fehler sind gut. Sich dumm stellen ist super gut. Mit Vorsatz gemachte Verwechslungen können eine brutal lustige und erfrischende Sache sein. Gute Fragen muss man dichten, so wie der erste Satz einer Reportage oder Erzählung ja auch gedichtet werden muss. Für die gut geschriebenen Frage gilt, was für jeden gut geschriebenen Satz gilt: sprachliche Mühseligkeiten vermeiden, Adjektive vermeiden, tote Vokabeln vermeiden. Die Fragen, deren Ende der Antwortgeber mitsprechen kann, weil sie so oft gestellt werden, sind eher nicht so gut. Und der begabte Schreiber darf im Gegensatz zum unbegabten Schreiber auch ellenlange Sätze bilden. Rhythmus ist alles, Melodie ist nichts. Das Wörtchen irgendwie ist viel besser als sein Ruf. Und jeder bewusst vergangene Fehler ist Gold wert, das hatten wir, glaube ich, schon. Und das bewusste Setzen von 3 Adjektiven kann auch schon wieder gut sein. Irre. Den Konjunktiv beim Fragen vermeiden, Quatsch. Fragen nicht mit Hypothesen beginnen, Quatsch. Fragen nicht durch Bewertung der letzten Antwort einladen, okay, das ist mühsam, das gilt es echt zu vermeiden. Und Fragen am Ende selbst beantworten, wieso denn nicht, kann auch gut sein. Und harte inhaltliche Brüche zwischen den Fragen sind ja auch gut. Und für die Fragen des hier Vortragenden gilt: eine Frage muss so zugespitzt, so ultrascharf auf den Punkt geschrieben sein, dass das weiß nicht oder keine Ahnung des Antwortgebers schon wieder eine sensationelle Antwort ist. Der Katalog der Fragen von oben nach unten gelesen ergibt idealerweise schon das Porträt des Antwortgebers, noch bevor die Antworten gegeben sind. Und eine Frage kann ja gar nicht konkret genug sein. Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, sind gegen alle Gerüchte doch gut. Und eine gute Frage ist entweder zeitlos oder genau das Gegenteil davon. Also entweder 3000 Jahre alt oder ganz den Geschehnissen und Stimmung der aktuellen Woche, des aktuellen Tages entnommen. Eine gute Frage ist natürlich leicht, eine gute Frage grinst, eine gute Frage will nicht besonders auffallen und der berühmte Fragenkatalog von Max Frisch ist überschätzt. Und die 3 besten Fragen lauten: wie geht's? Worin besteht der Sinn des Lebens? Sind Sie gerade verliebt? Auf all diese Fragen gibt es kaum eine Antwort und auf die simple Frage, warum, kommen leider oft langatmige Antworten. Und auf die kompliziert klingende Fragestellung, richtig das, an die ein Gerücht oder eine These anschließt, also richtig das, sie und so weiter, kommen komischerweise oft knappe, frische, gut druckbare Antworten. So, jetzt
Werden wir ein bisschen konkreter. Ich zitiere mich selber, das ist das Schönste. Ich unterscheide in die folgenden Typen von Fragen. Brutal banale Fragen wie, geht's gut an Angela Merkel? Wie streichelt man ein Pferd an Dieter Bohlen? Was muss man für ein schönes goldenes Gartentor ausgeben an Elton John? Sind alle Russen Gangster an Anna Netrebko? Dann gibt es noch Schwachsinnsfragen mit Tiefgang, die auch gut sind. Wie stellen Sie sich den lieben Gott vor an Angela Merkel? Können Sie ausschließen, dass wir uns gerade auf einer Dachterrasse befinden an Hans Magnus Enzensberger? Warum Frauen an Helmut Dietl? Woher kommt das Grau im Himmel an Karl Lagerfeld? Und wie war es denn so als erster Mensch auf dem Mond an Harry Belafonte? Und welches Auto würde Goethe fahren an Peter Stein? Und wie lautet die Botschaft ihres Busens an Heidi Klum? Und was ist das Problem mit Rot an David Hockney? Und gibt es einen Himmel für Dackel an David Hockney? Und dann gibt es natürlich immer ganz wichtig die psychologischen Fragen, traurig an Udo Lindenberg, handtaschensüchtig an Dian Kruger, glauben Sie mir, dass ich Sie nicht hasse an Phil Collins, warum singen Menschen an Anna Netrebko, verstehen Sie, wenn die Menschen ein bisschen Angst vor Ihnen haben an Peer Steinbrück. Und dann gibt es Sachfragen, wie oder Erzählfragen. Wie hieß ein Rotwein in der DDR an Angela Merkel? Was ist ein Essay an Enzensberger? Ist Claudia Kleinert vom Wetter die schönste Frau in Deutschland an Enzensberger? Wie reitet man einen Araberhengst an Christine Neubauer? Wie warnen Sie vor Steroiden an Mark Wahlberg? Wer ist Siegfried an Frank Castorf? Und wie erinnern Sie die Motorradspritztour mit Marlon Brando an Harry Belafonte? Ist es wahr, dass Kinder in den USA an Hunger leiden, an Belafonte? Soll Amerika den Iran angreifen, an Belafonte? Sagen Sie Schwuler oder Homosexueller an Elton John, das sind jetzt die Begriffsfragen. Was bedeutet Outlaw-Gerechtigkeit an Willie Nelson? Sind Schwarze die bessere Musiker an Belafonte? Ist Ihnen das Wort Kult auch unangenehm an Herzog? Totale Lieblinge von mir sind die Entweder-Oder-Fragen zum Einstieg in ein Gespräch. Tee oder Kaffee an Mick Jagger, Scotch oder Bourbon an Jeff Bridges, Currywurst oder Austern an Wovereit, unseren Bürgermeister, Kingston oder Harlem an Harry Belafonte, William Turner oder Paul Cézanne an David Hockney, High Noon oder Blade Runner an Peer Steinbrück natürlich, Drehkreuze oder Flaschenzüge an Werner Herzog. Und dann gibt es noch am Ende, muss man auch bringen, geht eigentlich auch immer, die brachialen Unverschämtheiten, die gehen dann Bettnässer an Elton John, haben Sie inhaliert an Hillary Clinton, haben Sie einen Vogel an Werner Herzog, ist es schwer bei Dreharbeiten seinen Freund nicht zu betrügen an Diane Krieger, mal Dauerwellen erwogen an Angela Merkel, ganz sicher, dass sie kein Alkoholiker sind an Enrique Iglesias. Ist euch Vollweibern schneller warm als anderen Frauen an Christine Neubauer? Sehen Sie einfach toll aus an Barbara Schöneberger? Und waren zuletzt an Selbstmord gedacht an Helmut Dietl? Es ist davon auszugehen, dass der Antwortgeber ein gelangweilter Mensch ist. Es ist davon auszugehen, dass der Antwortgeber heute noch andere Interviews gibt. Es ist davon auszugehen, dass der Kollege vor dir ein unbegabter Fragensteller ist. Es ist davon auszugehen, dass die Stimmung im Keller ist. Es ist davon auszugehen, dass der Antwortgeber schlechte Erfahrungen mit Fragenstellern gemacht hat. Es ist davon auszugehen, dass der Antwortgeber ein Trauma mit sich herumträgt. Es ist davon auszugehen, dass der Antwortgeber den Fragenstellern des Raumes verweist. Habt ihr alles schon, gell? Es muss die Möglichkeit mit einbezogen werden, dass der Antwortgeber laut wird. Es muss die Möglichkeit mit einbezogen werden, dass der Antwortgeber handgreiflich wird. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Antwortgeber vor dem Fragensteller gewarnt worden ist. Es ist davon auszugehen, dass das Interview scheitert.
Dass der Fragensteller Angst hat, ist ja sowieso klar. Dass der Antwortgeber auch Angst hat, sollte der Fragensteller nicht vergessen. Der begabte Fragensteller muss sich unentwegt schämen, so wie der begabte Antwortgeber sich unentwegt schämen muss. Lächeln ist das A und O. Jede vertrauensbildende Maßnahme ist okay. Arme verschränken ist natürlich nicht okay. Die Garderobe des Fragenstellers ist dann doch wurscht. Anfassen ist eklig, Reinhold Beckmann, aber leider oft wirkungsvoll. Mythos, seinem Gegenüber, in die Augen schauen. Jeder Gag, jede Grimasse, jedes Kasperltheater ist erlaubt, sofern es eine vertrauensbildende Maßnahme ist und sofern der Fragensteller mit dunklerer oder hellerer Tonlage sprechen kann, besser mit dunkler. Und der Fragensteller kommt um Gottes Willen nie durchgedreht herüber. Jedes Interview ist körperlich. Im stummen Text, der zwischen den Körpern hin und her fliegt, werden oft die wichtigsten Aussagen gemacht. Der Fragensteller muss den stummen Text, der zwischen den Körpern hin und her fliegt, unentwegt mitsprechen, mitbeherrschen. Verletzungen sind immer sinnlos. Provokationen als Selbstzweck sind sinnlos. Eine durchgedrehte Stimmung ist vom Fragensteller zu vermeiden. Wer Fragen stellt, spielt. Ein Interview zu führen, heißt, dem Spieltrieb in sich selber nachzugehen, zu geben. Eine Antwort des Fragenstellers besteht darin, den Spieltrieb des Antwortgebers zu kitzeln. Die Verabredung zum Interview ist demnach die Verabredung von Fragenstellern und Antwortgebern zum Spiel. Die Spielregeln bestimmt, auch wenn der Anschein ein anderer ist, allein der Fragensteller. Die Situation des Interviews ist komplette Künstlichkeit. Je bewusster sich Fragensteller und Antwortgeber darüber sind, dass die Situation des Interviews eine komplett künstliche ist, desto besser für das Interview. Je mehr Freude Fragensteller und Antwortgebern am Spiel, also an der kompletten Künstlichkeit der Sache haben, desto besser für das Interview. Ich bin der totale Fan von Autorisierung. Warum? Weil die Autorisierung der Gipfel der Künstlichkeit ist. Die Autorisierung bedarf der schriftlichen Form. Eine Antwort ist so lange nicht gegeben, wie sie nicht autorisiert ist. In der Autorisierung entscheidet sich noch einmal ganz neu, ob es ein gelungenes Interview wird. Die sogenannte Wahrheit bei einem Interview ist ein Gag. Es gibt nicht wahre oder unwahre, nur druckbare und undruckbare Aussagen. Die Wahrheit liegt zwischen dem, was der Antwortgeber gesagt hat und dem, was der Antwortgeber nach Meinung des Fragenstellers eigentlich sagen wollte oder besser gesagt hätte oder besser nicht hätte sagen sollen oder jetzt doch noch einmal anders sagen möchte. Die Wahrheit muss der Fragensteller nach der Verschriftlichung des Interviews in Absprache mit dem Antwortgeber und dem Agenten des Antwortgebers, also dem Pressesprecher, Satz für Satz noch einmal gemeinsam herausfinden. Die Wahrheit ist nicht das, was der Antwortgeber gesagt hat, sondern das, was ein Pressesprecher unter Abwägung der Vor- und Nachteile einer möglichen Antwort als autorisierte Antwort freigibt. Die Wahrheit ist hier Verhandlungssache. Zahlen sind gut, nummerieren ist ja immer gut, einen Menschen im Gespräch ganz sichtbar machen, glaube ich leider nicht dran, eine Attitüde sichtbar machen, das klappt vielleicht, die Tagesform, den Geist, den Humor eines Menschen sichtbar machen, ja, das geht, sonst so, wie war der Urlaub, in wen sind Sie verliebt, muss Oppermann gehen, muss Gabriel zurücktreten? Von wann bis wann hat nochmal Seneca der Jüngere gelebt? Kann man ihnen etwas Gutes tun? Die gesellschaftliche Frage des Tages muss lauten, was ist der Vollbart noch wert, wenn Kai Diekmann von der Bild-Zeitung einen Vollbart trägt? Das Interview neben der Reportage, eine Urform des Journalismus. Das heißt auch, wenn es das Interview nicht schon gäbe, dann müsste es morgen erfunden werden. Mehr als in einem Interview über einen Menschen gesagt werden kann, gibt es über einen Menschen nicht zu sagen. Der Reporter als Interviewer, das ist Quatsch. Eine Reportage schreiben, in der man ein Interview schreibt, was soll das? Quatsch, geht auch nicht. Das Porträt eines Menschen durch ein Interview aufschreiben, machbar.
Es ist meine Hoffnung, dass sprechend alles gesagt werden kann. Ich möchte festhalten an der romantischen Idee, dass der Interviewer ein Held ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus